Servus Leute, hier ist wieder Boompower und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Empire Total War, ne? Wir sind hier in der Vorurlaubs-Vorproduktion und ich brauche einfach jede Menge Folgen. Dementsprechend nehme ich auch viel auf und dementsprechend ist es auch immer noch derselbe Tag. Ja, da sollte eigentlich nicht viel drin sein, da machen wir mal Boom Boom hier! Köln nehmen wir leider noch nicht ein, denn wir dürfen uns noch nicht weiter bewegen. Wie schön an... Penner. Kapitulation! Nein, nein! Oh! Kein Kommentar. Kein Kommentar. So, also, ich habe mir mal ganz kurz gedacht, dass ich einen ganz... Ach ja, okay. Finde ich nicht so geil, ne? Preußen, willst du mitmachen? Was wollen die Franzlacken, ihr Köpfe, jetzt eigentlich von mir? Die haben doch nichts mehr. Jo, jetzt kommen die Preußen. Zack, peng. Jo, passt, ne? Also, Wurf, jetzt habe ich mich schon wieder selbst unterbrochen. Diese berühmte Selbstunterbrechenheit. Erbrochenheit. Brech, wirksch bei. Oh, 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 jawohl. Ja, doch, die mache ich jetzt nochmal fertig hier, damit die nicht in ihre Stadt reinkommen, weil dann kann ich nämlich dann endlich die Kapitulation fordern und nicht die Belagerung abbrechen. Ja. Also, worum ich mich schon wieder selbst unterbrochen habe und die Unterbrochenheit, die Logik dieser... Ach, scheiß doch drauf, ey. Heute am 22.08. Die Folge wird wann rauskommen? Am 24. Nee, 25. 25. wird die Folge, soweit ich vorausdenken kann, was ich nicht gut kann, wird die Folge rauskommen. Und heute hatte ich meine erste Fahrstunde. Und ich kann euch allen, die den Führerschein machen wollen und oder denken, ihn jemals machen zu werden, was denke ich mal alle sind. Zollt mal denen Respekt, die bereits einen Führerschein haben. Ich kann euch nur sagen, Leute, das ist unlustig. Denn ihr habt vielleicht, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Auto? Keine, abgesehen von Beifahrerplatz bei Mutti. Alter Scheißrick. Wir müssen mal hier ein paar Krüppchen bilden. Mehr habt ihr aber auch nicht. Das heißt, ihr habt eigentlich keine Ahnung alle, außer die bereits den Führerschein haben oder ihn bereits machen, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehen werde. Ihr habt keine Ahnung, wie scheiß schwer so ein Auto zu fahren ist. Das ist einfach nicht feierlich. Man muss da 3000 Einzelschritte machen. Und ich sag das, wo der Fahrlehrer einen noch nahezu alles abnimmt. Der Fahrlehrer hat ja bei sich auf der Seite auch nochmal die schönen Pedalen, also Kupplung, Bremse und Gas. Das Einzige, was er da drüben nicht hat, ist ein Lenkrad. Das heißt, er kann jederzeit eingreifen. Und das macht er auch bei mir, weil er es auch noch muss. Und ich sag jetzt schon, das Ding ist scheiß schwer. Obwohl der liebe Fahrlehrer mir dabei noch hilft. Ich kann nur sagen... Heidewitzka, unterschätzt den bloß nicht, den Führerschein. Das Ding ist ein absolutes, ja, Zeugnis für Multitasking-Fähigkeit. Stopp! Stopp! Schießen! Stopp! Schießen! Jawohl! Komm, wieso treffe ich eigentlich den General nicht? Da muss ich eigentlich noch mehr überhaupt zu dem Führerschein sagen. Ich meine, letztendlich mehr als dass er schwer ist, kann man eh nicht sagen, weil alle wissen ungefähr, wie man ein Fahrzeug
Pferd. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie hier eine Weltneuheit präsentieren, weil es halt nun mal das Fahrzeug schon gibt. Und zwar schon seit geraumer Zeit. Ja, stellt euch mal 2-3. Zweite Reihe, habe ich gesagt. Ja, traumhaft, ne? Jetzt sind es Linien. Also, Linien nach hinten. Komm, ich vergewaltige, ich penetriere mal hier die Ü-Taste. Jetzt passt's. So, ist wunderbar. Und jetzt, oh, oh, Vorsicht. Da kommen die Pferde. Ja, ich weiß, da drüben ist ein Kampf, aber ich denke mal, da sollte alles in Ordnung sein. Oh, oh, jetzt kommen sie. Sie kommen angerannt. Durch die Kamera. Die Kamera ist nicht schnell genug, um ihnen zu folgen. Doch, jetzt ist sie's. Die Hessen greifen an. Durch die Häuser, durch. Die aussehen, als wären sie mal wieder gut und gern baufällig, aber so war damals nur wohl die Baustilreihe. Die Schützen machen sich bereit. Wir sehen den Feind an und sie schießen! Und sie töten fast alle. Oh, oh, oh! Sie kamen rein. Aber keiner hat überlebt. Alter! Ja, was geht denn jetzt hier ab? Alter, Schwede! Mhm, mhm. Alter! Nahkampf, Leute! Rein, rennen! Los! Sinnlos! Pferde! Marsch! Nach vorne! Auf, 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 auf! Ihr Pferde dürft euch auch mal einmischen. Einmal hier durchrammen und dann war's das. Kürassiere, lauft! Ja, ich weiß, ich habe da welche gesehen hier. Jo, die werden mal hier schön anvisiert. Zack. Als ob die mehr schießen könnten als wir. Oh, sie haben gleich einen getroffen. Oh! Jetzt geht's aber ab hier. Gut, okay. Lenken wir die Kürassiere halt erstmal. Ja! Endlich! Karl Fass. Getroffen. Und nein, ich denke mal nicht, dass er der Erfinder des Fass sein wird. Lauf! Lauft, Leute! Oh, oh, ja. Sie sind bereits unsicher, weil sie die Pferde sehen. Sie springen darüber. Visiert neu an. Und ja, die Schlacht ist gewonnen. Sinnlos! Dass die da überhaupt sich nochmal versucht haben aufzubäumen. Aber ich habe mehr verloren als vorher. Lol. Pff, verkackt. Die haben gar keine Einheiten mehr. Außer die in Holland. Oh, sie lassen ihre Stadt alleine. Und wo zum Teufel? Was machen die? Sind die denn komplett bescheuert? Und wieso habe ich Carabinier erfunden? Nein. Oh, Linienschiff zweiter Klasse in der Nordsee. Hey. Ich kann ja bereits hier was machen. Nice. Komm, dann baue ich gleich hier ein Admiralschiff dritter Klasse. Oder wie weit bin ich eigentlich technologisch? Nein, das sind die Diplomatie-Punkte. Ach ja, gleich doch so weit. Ich kann ja sofort Dampfmaschine erfinden, dass ich hier ein dampfbetriebenes Trockendock machen kann. Nicht. Ja, gut, dann würde ich sagen, hier noch ein paar schöne... Komm, machen wir hier so. Das wird mich Unterhalt kosten wie Sau und ich weiß nicht, wofür wir die Schiffe brauchen, aber hier geht es einfach darum, dass ich sie habe. Ah ja, da hat mal wieder irgendeiner Bockmist gebaut. Und hier genau. Miliz, Spacken, geh mal nach vorne, vielen Dank. Ja, und da Hessen so intelligent war und einfach mal die gesamten Städte frei Lauf gelassen hat, würde ich sagen, nehmen wir sie einfach mal ein. Ne? Also, einem geschenkten Gaul schaut man das ins Maul. Kapitulation verlangen. Jawoll. So sieht es nämlich aus.
Geil, ey, dadurch. Nice. Sehr schön. Sind da schon die Steuern. Ja, sind schon von Steuern befreit. Oh, schade. Kapitulation abgelenkt. Oh, abgelenkt. Gigaface. Ja, am besten hier gleich mal ein Gigaface-Palm. Falls man es gehört hat. Ja, dann haut mal rein, Leute, ne? Belagerungsangriff. Hätte zwar nicht sein müssen, weil die blöde Verstärkung, die kann ja nix. Prost. Mann, was, da muss doch nicht sein, Leute. Muss doch nicht sein. Oh, Mann. Alter, von dem Führerschein, ey. Boah. Ich kann euch sagen, ich weiß nicht, ob es euch irgendwann mal genauso ergehen wird. Doch, Führerschein ist nicht nur Multitasking pur, sondern auch Konzentration pur. Der, vor allem, wenn der Fahrlehrer dann auf einmal nicht mehr weiß, was er will. Wenn er sagt, Hände vom Lenkrad, packt ans Lenkrad, dann lässt er auf einmal wieder los und sagt, pack, los, du musst jetzt um die Kurve lenken, pack das Lenkrad an. Also, es klingt logisch, dass man, wenn man ein Fahrzeug führen will, dass man da beide Hände am Lenkrad hat. Das ist selbstverständlich. Von alleine und von Gedankenkontrolle geht sowas noch nicht. Aber man soll ja immer schön machen in der Fahrschule, was der Lehrer sagt, ne? Und wenn er nicht weiß, was man will, dann ist der Fahrschüler, der eh schon sehr nervöse Fahrschüler, dann auf einmal in kompletter Panik, nimmt das Lenkrad und versucht nur irgendwie möglich, da was zu reißen. Ach ja. Achso, ja, gut, dann würde ich sagen, ganz schnell einnehmen. Ganz schnell an einer Stelle hoch, bevor die Verstärkung eintrifft, und dann geht's los. Oh, fuck. Ah ne, gut, passt. Von wo kommt sie eigentlich? Oh ja, sie kommt von hinten, das ist sehr gut. Ist eigentlich nicht sehr klug, alle auf einen Platz zu lenken. Nein, das ist es nicht. So, Leute. Jetzt aber flott. Ach, kommt schon. Gut, verlangsamen. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Und ja, ich sage es noch ein paar Mal, denn hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch und hier hoch sollt ihr alle. Los, 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 meine Freunde. Ja, ihr sollt euch bewegen. Aha. Lol, es laggt. Hilfe. Ah. Es hat geleckt. Das ist irgendwie schneller als sonst. Hallo? Weiter. Normal. Oh ja, da gibt es viel Geschnetzeltes. Leider kein Gutes. Mhm, da unten stehen auch noch Leute. Okay. Ja. Sieht ein bisschen lustig aus. Muss man einfach mal lassen. Hoch mit euch. Los. Drängelt euch, als würde es da oben Freibier geben. Ja, los. Los. Hoch mit euch. Hoch mit euch! Da oben gibt's Freibier! Nein! Verdammt, die Pferde sind drin. Ich wollte es ganz schnell machen. Shit on it! Egal. Lol. Da sind ernsthaft Einheiten. Na gut, die gehen vielleicht über die Seiten rein. So, jetzt aber schnell los, 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 los! Erzeuge Lag! Sag ich doch. Erzeuge Lag. Ja, meine Einheiten gehen so nach und nach alle hoch. Oh, diese Bälle liebe ich. Wenn dann hier auf einmal 300 Einheiten an zwei Seilen stehen. Während hier welche frei sind. Das ist einfach Logik. Vorsicht, Leute. Logikalarm. Oder wie LeFloid so schön sagen würde. Lol, geil. Okay, das wird er nicht sagen, aber... Fuck Logic!
Ist ja auch irgendwie so, ganz ehrlich, Leute, guckt euch doch mal diesen Saubarts da unten an. Zack, 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 zack. Ah, jetzt stellen sich mal die... Ja, fuck, wo wir gerade schon bei Fuck Logic wären, ne? Wie passen da rein? 1000. Sind es zusammen 1000? Na, ist weniger. Ja, können wir noch ein bisschen weiter. Während die sich hier alle schön schnetzeln lassen, gehen die hier ganz in Ruhe hoch. Oder wisst ihr was? Wir könnten auch einfach ganz schnell die darüber rennen. Mhm. Aha. Und was wollt ihr jetzt damit? Jetzt können wir auf euch schießen. Super. Super. Das hat's jetzt gebracht von den Pferden. Die Aktion hat's echt gebracht. Oh mein Gott. Oh Gott, ey. Ist ja einfach traumhaft. So, Leute, kämpft euch mal hier durch. Ich will das Tor haben. Ja, ich penetriere ja gerade ein wenig meine Maus. Ja, die kommen dort leider nicht durch. Ja, doch, ein paar sind fast durch. Ja, holt's mal einfach ein bisschen weiter drauf. Oh, da unten sind Bürger. Wo zum sind eigentlich alle anderen? Da kommen noch ein paar, da sind ein paar drin. Oh ja, jetzt laufen die ganzen Pferde los. Oh, Vorsicht, Leute, jetzt wird's lustig. So, jetzt stellt euch mal alle so auf, dass ihr nicht unbedingt... Ja, schön weiterholzen, ne? Und ihr dürft jetzt mal hier vorlaufen, ne? Damit ihr endlich mal das... Damit wir endlich mal das Tor einnehmen. Hm. Lustig, wenn sie tun, was man will. Ah, jetzt hat. Lauft, Leute! Habe ich nicht gesagt. Laufen! Zum Teufel mit euch. Mhm. Schön, wenn die da auf einmal wieder was anders tun. Ja, hallo? Ja. Ich bin jetzt hier. Ich würde ganz gerne das Tor einnehmen. Brauche ich noch mehr Leute? Ah, nee. Jetzt habe ich's. Verdaus. Oh ja, geil. Jetzt geht das Gefeuer los. Mhm. Manchmal würde ich mich ganz gerne in das Spiel reinporten können. Entweder um manchen Leuten einfach so eine mächtig auf die Nüsse zu in die... Naja, nee. Ganz andere Formulierung. Um manche einfach mächtig in die Fresse zu schlagen, was sie für einen Scheißdreck da tun. Oder... Einfach um das Pferd da zu holen. Hallo Leute, stellt euch das mal vor. Das ist vorgeschlachtet. Da muss man dann eigentlich nur die Munition entfernen. Munition entfernen, in der Lasagne packen und Millionen verdienen. Wunderbare Idee. Allein die Teleportation in das Spiel würde zwar ein paar Milliarden kosten, aber... komm, uninteressant. Mhm. Da stehen ein paar sinnlos rum. Das hasse ich. Ich könnte ja das so weiterlaufen lassen jetzt. Habe ich aber keinen Bock zu. Darum lasse ich sie jetzt einfach mal alle in das Pförtnerhaus. Ja, nee, komm. Scheiß drauf. Ah, okay. Ja, haben wir einfach mal den General getötet. Sehr geil. Lauft mal. Einfach mal da schön rein in die Kacke. Also ich meine, ich habe zwar gesagt laufen, aber egal. Okay, die kommen doch vorbei. Mhm, sehr geil. Ein paar laufen auch einfach weiter. Mist. Die erste flieht. Die erste flieht. Leute, rein mit euch in den Kreis. Ihr haltet sie auf. Sofort. Miliz aufhalten. Die hissen die bayerische Flagge. Aber sofort. Gut, ist ein bisschen schwachsinnig von mir gewesen jetzt. Ja, gib's ja zu. Und auch einfach mega unnötig, aber wenn es weiter nichts ist.
So. Ah ja, wenn auch ein paar da einfach so laufen, kommt, Leute, ab mit euch. Da drin gibt's was. Ach, toll. Drauf los mit euch, los. Haut mal drauf hier. Ah ja. Komm, den zwei guck mal beim Kämpfen zu. Die sind mir schon aus der Ferne hier. Oh ja. Da hinten. Ja, guck hin. Genau. Oh. Ach Gott, mit welcher einer Liebe dieses Spiel gemacht wurde. Komm, schieß sie ab. Komm. Die haben kein Recht. Oh. Und komm. Der ballert jetzt auch noch drauf. Hallo? Hier ballert auch noch. Außer Reichweite? Ja, dann sorgt dafür. Ach so, weil das nur der eine ist. So ein Scheißmist. Alter, ich verliere hier Männer. Das geht doch nicht. Ach, Menno. Ah, da sehe ich wieder zwei Leute kämpfen. Mitten in der Menge. Oh, oh, sie werden überrannt. Er wird überrannt. Oder ich habe ihn verloren. Wir haben gewonnen. Die bayerische Flagge weht im Wind. Das wäre doch mal ein Thumbnail gewesen. Das wäre doch mal ein Thumbnail gewesen. Tja, habe ich aber nicht. Denn ich beende das Gefecht und beende auch die Folge, denn wir haben Köln und Amsterdam eingenommen. Ich würde sagen, das ist doch mal ein gutes Ding für eine Folge, ne? Zack. Alles meins. Oh, Moment mal, habe ich hier nicht sogar einen Handelshafen? Nice. Jetzt ist es doch eigentlich direkt... Ah, scheiße. Ist nicht direkt verbunden. Nein! Bis zur nächsten Folge. Ciao!